Yes, sir. Yeah, okay. D-I-A-S-S-A-W gab's ne Jungen. Ey, ich trampel mit den Füßen auf den Köpfen dieser Rapper rum, so als würd ich Trauben quetschen. Denn ich kann den textlichen Inhalt von euren Liedern keinen Glauben schenken. Ihr seid nicht so weit wie ich, ich seh wie der Neid euch frisst. Das ist D zum Doppel-S, ich repräsentiere euch mein Label 23 BLM. Also hört mal her, ihr seid im Grunde genommen nicht der Rede wert. Dieses Album hat euch so wie Lehrer in der Schule viel erklärt. Warum wollt ihr es probieren, wenn ihr hier nicht weiterkommt? Ihr habt keinerlei Talent und das ist der Grund, warum ihr Vögel hier nicht weiterkommt. Zeile für Zeile zeig ich euch, wer es ist. Diaz bleibt bei weitem der Beste in seinem Kiez. Ich bin der Beweis, Diaz, seine Haut ist der Beweis. Doch mein Flow ist schwarz, so wie Busta Rhymes. Und aus diesem Grund will jeder deutsche Rapper so wie Diaz sein. Herzlich willkommen in meiner Welt, 30823. Wir haben gewusst, dass es eines Tages so weit kommt, dass wir eines Tages sagen, dieser Weg hier war umsonst. Doch das will ich nicht, wo ein Wille ist ein Weg. Und ich kämpfe weiter, zeige jedem, dass ich niemals aufgebe. Wir haben gewusst, dass es eines Tages so weit kommt, dass wir eines Tages sagen, dieser Weg hier war umsonst. Doch das will ich nicht, wo ein Wille ist ein Weg. Und ich kämpfe weiter, zeige jedem, dass ich niemals aufgebe. Yeah, yeah. Okay, okay. Ey, das geht raus an meine Jungs. 8, 2, 3. Das ist der Shit, der euch den Atem nimmt, euch in die Ecke treibt, denn das ist 2011. Dieses Album zerberstet Hobbys bitter, die dachten, sie wären alleine auf der Welt. Und diese Tracks sind nicht der Rede wert. Hä? So heißt das Album? Ich komme immer mal zu euch, gehen ins Zimmer und dreh ich mir hin, nicht beim Rappen den Hals um. Setz dich auf deine klebrige Klobrille, kackbraunes Opfer. Unser Rap ein Bulletproof-System, ihr werdet ausgemustert. Diaz im Rappen der Bär und Jigsaw der Fuchs. Tech-Team, komm auf dein Cover, bis deine Zähne ausspuckst. Das ist der Rap Music Award, besser gesagt BLFE Records. Sag mir zwei Newcomer, die besser rappen, Error. Keiner wollte uns glauben, doch wir zwei sind trotzdem die besten Attentat-Rapper, die wir andrehen. Oslo, die Kitzer fetzen. Wir haben gewusst, dass es eines Tages so weit kommt, dass wir eines Tages sagen, dieser Weg hier war umsonst. Doch das will ich nicht, wo ein Wille ist ein Weg. Und ich kämpfe weiter, zeige jedem, dass ich niemals aufgebe. Wir haben gewusst, dass es eines Tages so weit kommt, dass wir eines Tages sagen, dieser Weg hier war umsonst. Doch das will ich nicht, wo ein Wille ist ein Weg. Und ich kämpfe weiter, zeige jedem, dass ich niemals aufgebe. Gönn dir dies, fix auf die Tracks bis zum letzten Tag. Wenn Stress aufkommt, wisst ihr, wo wir abhängen, B-L-O-C-K. Wir explodieren am Mic wie ein brennender Benzinkanister, hook perfekt, hart gerappt. Jetzt wird einer geknistert. Das ist dreidimensionaler Banger-Rap. Und mein Flow haut euch die Zähne raus wie der tägliche Konsum von Crack, Alter. Ihr seid nicht der Rede wert. Krieg gerade mal ein Zehntel meiner Leistung. Jeder weiß, ich bin unbeschreiblich. Zeige den zickenden Dickern, es sind immer noch die beiden für euch unerreichten MCs. Fuck, ich lebe in einer kranken Welt. Menschen töten Menschen für etwas Anerkennung und auch Geld. Jeder ist entsetzt und verletzt, jeder dreht hier durch. Es gab 93 Tote, doch niemand ändert das Gesetz. Sag mir, wofür gibt es Politik und wofür gibt es Menschenrechte, wenn im Endeffekt doch alle nur behandelt werden wie das Letzte. Es wird immer nur gesagt und geredet, aber nichts an und Menschen fragen sich, warum wir in dem Land so viele Arbeitslose haben. Gibt Antwort auf die Frage, warum die meisten Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder versagen. Wir leben alle zusammen in dieser Welt auf engem Fuß. Doch schicken Soldaten in den Krieg, vergießen fremdes Blut. Und ich dachte, der vorhergesagte Untergang der Welt wäre 2012. Doch Tornados und Wetter und aktive Vulkane zeigen ein anderes Bild. Und wie ihr seht, geht mittlerweile langsam diese Welt unter. Wir sind mit Schuld dran, nach dieser Revolution sind wir das achte Weltwunder. Sind wir das achte Weltwunder. Ich schau vom Hochhaus aus dem Fenster und sehe, wie die armen Leute schnell scheitern und die reichen Leute im Benzer. Kriminelle Straßengangster erweitern hier ihr Strafregister, knacken die Autos, scannen sich Navis und sitzen dann vorm Haftrichter. Was hat's gebracht? Straßengediele, kein Geld, es bleibt keine Aussicht für viele Menschen da draußen. Cash machen drauf Sinn, sind schizophren und verhalten sich wie Tiere. Gab's eine Mentalität, fühlst du das jetzt? Alle Menschen auf der Welt sind gestresst, Hunger verstrahlt, was soll man dazu sagen? In Libyen drehen sie durch, wie soll man das ertragen? Merkel, rede vom Atomkraftwerk, doch wir müssen denken, was Atomkraft wert. Denn im Fernsehen sieht man Leute, die schon Tag lang da draußen und meckern, demonstrieren gegen das Atomkraftwerk. Leute fragen, du bist so schnell, was ist deine Technik? Tja, keine Ahnung, Mann, ich hab einfach ein kollektives Gedächtnis. Und so gibt euch Rocks wie ein Asteroid.
Ihr kommt mit hartem Body? Asteroid. Der Meister im Rap, Meister der Kombos. Bin wie ein Adler im Game, hab alles im Fokus. Gulli, was reißt, Style, ich komm groß raus. Mein Rap geht durch den Körper wie ein Glockschuss.